Wir tragen erst sein 5. Startelf-Einsatz in dieser Saison. Der Schwede glänzte bisher eher als Vorbereiter, aber immerhin einen seiner 2 Treffer erzielte er gegen Freiburg im Hinspiel. Müller mit der 13 für den zuletzt formschwachen Condé in der Innenverteidigung bei den Breisgauern. Die Gastgeber bei frischem Wind mit stürmischem Beginn. Riedlewitz, die Salvo, 1:0. Die Teamkollegen wollten den Jubler einfangen und mussten den Norgler festhalten. Abseitsentscheidung von Schiedsrichter Peter Gagelmann, und zwar zu Recht, wie diese Perspektive zeigt. Er war trotzdem schon richtig angesäuert, kein Wunder, denn seine Mannschaft bekam in der Anfangsphase sprichwörtlich kein Bein auf den Boden. Fehler Tanko und dann Maul. Die Salvo läuft mit und diesmal zählt er. Zu 0, das früheste Rostocker Führungstor in dieser Saison. Ausschlaggebend dafür dieser Stockfehler von Tanko. Maul schaltet nicht nur schnell, sondern hat dann auch noch das Auge für den mitgelaufenen Di Salvo. Und der macht das ganz routiniert. Sein immerhin schon 4. Bundesligator gegen Freiburg. Die Gäste hatten es schwer. Sie kamen gegen die Dreierabwehrkette der Rostocker kaum einmal richtig zum Zuge und versuchten nachzulegen. Priza, feiner Pass auf Di Salvo. Ein bisschen spitz der Winkel und deswegen auch nur ans Außennetz. Trotzdem, guter Auftritt des Italieners. Dick eingemummelt, Martin Max konnte aber zufrieden sein, innerlich erwärmt durch das, was seine Mannschaftskollegen boten. Freistoß Rasmussen, Kopfball Riedlewitz, Timo Reus, der den immer noch verletzten Richard Golz im Kasten in dieser Szene gut vertrat. Trainer Juri Schlünz, unter ihm ging es aufwärts. Bisher war er zufrieden auch mit dieser Partie. Seine Mannschaft hatte das Spiel eine halbe Stunde lang gut im Griff. Dann befreiten sich die Freiburg. Bei Ramovic. Rada ist mitgelaufen und der Libanese Siegtorschütze gegen Leverkusen, Anta, in dieser Szene knapp daneben. Gestatten die Kilometerfresser, 932 von Freiburg bis Rostock, das muss Liebe sein, denn weiter geht's nicht in der Bundesliga. Guck mal da, der wilde Süden, dabei führen wir doch 1:0 zur Pause. Aber deswegen gleich ausflippen? Kein Thema. Die 2. Halbzeit, Eckball durch Rasmussen, der früher Schulz hieß, neue Liebe, alter Familienname. Und Müller bringt dort seinen Keeper gleich in Verlegenheit, unfreiwillig vermuten wir mal. Die Freiburger jetzt besser, sie hatten gewechselt, Willi für Krupke in der 4er Abwehrkette und rechts wirbelte jetzt Kairo für den ausgewechselten Tanko. Das ist Kairo. Seine Flanke auf Sanu, 1:1. Ausgerechnet der mit 1,63 Meter Kleinste auf dem Platz springt in die 2. Etage. Vielleicht fiel auch deswegen der ansonsten übliche Flickflack nach dem Tor aus. Chikuzu und Schober indisponiert in dieser Situation. Ja, manchmal lohnt sich auch der weiteste Weg. Miles and more für die Freiburger Fans. Rostock wütend, versuchte zurückzuschlagen. Der Kapitän mit diesem Abstoß, Schober. Und dann Riedlewitz, der immer wieder für Dampf sorgte. Priza! Den muss er direkt machen. Und das wusste er auch selber. Ärgerte sich sein Trainer, Juri Schlünz, reagierte. Brachte für einen Schweden einen anderen. Nämlich Magnus Arvidsson. Der hätte auch erste Wahl sein können, aber gegen Ende der Woche erhielt dann doch Rade Priza den Vorzug. Eckball von der anderen Seite. Riedlewitz ist das. Fehler Reus, Arvidsson, 2:1. Kaum im Spiel und schon ist der Ball im Tor.
Solche Geschichten schreibt der Fußball. Erstes Saisontor von Arvidsson. Aber was für ein Fehler von Timo Reus. Neues für das Video von Volker Finke. Rostock machte jetzt nicht den Fehler, sich auf diesem Vorsprung auszuruhen. Sie setzt nach. Arvidsson. Inzwischen war Plasnecker für die Salvo gekommen. Da ist am Ball. Und wieder ist er drin. Ungestümer, sprunghafter Jubel des Österreichers. Kein Wunder, denn das war eine Premiere für ihn. Sein erster Treffer in der Fußball-Bundesliga. Und wieder der Vorbereiter Magnus Arvidsson. Ein Tor selbst erzielt, zwei vorbereitet. Besser kann man es nicht treffen. Freiburg brach jetzt auseinander. Die Mannschaft schafft es nicht mehr, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Beispielhaft diese Szene. Jaschwili, der neben der Kappe spielte. Dann wieder Arvidsson für Chikuzu. 4:1. Erneut ein feiner Pass von Arvidsson und Chikuzu lässt sich diese Chance nicht entgehen. Es gab dann doch noch eine rauschende Party im Ostseestadion. Und das lag zuallererst an Magnus Arvidsson. Da bin ich ein bisschen mehr gekriegt, 25 Minuten. Und ich glaube, das habe ich genutzt heute. So, ich bin sehr zufrieden. Wir haben das Spiel gewonnen und ich habe meine Chance genutzt. Haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass er mit den Einwechslungen wirklich super geklappt hat beim Juri. Und dass wir dann das 2:1 gemacht haben und danach ließ wieder wie am Schnürchen. Was man von Freiburg nicht sagen kann, warum so auswärts schwach? Das ist ja müßig. Ich meine, es geht schon darum zu gucken, was ist passiert. Warum war in dem Fall vielleicht der Arvidsson nicht gedeckt bei der Ecke? Warum ist Timo ausgerutscht? Warum kam es zu der Ecke, die hier uns in Rückstand gebracht hat? In der Fremde nichts zu holen für die Freiburger, außer Trikots. Noch mehr Fakten zu diesem Spiel gibt's jetzt.